Hallo Leute, mein Name ist Markus und gemeinsam mit Anna aus Neuseeland bin ich momentan mit meinem Auto auf einem Roadtrip durch die USA. Und jetzt viel Spaß! Das nächste Museum hier auf der linken Seite, National Museum of American History. Wir laufen aber auch nur dran vorbei. Come on, Anna. So, jetzt hinter mir die Kunstgalerien. Hier gibt es viel zu viel zu sehen. Also wenn man alles sehen will, dann sollte man, glaube ich, eine Woche bleiben oder länger. So, jetzt sind wir im National Museum of Natural History. Steht hier beim Lonely Planet als Highlight. Wollen wir uns mal angucken. Übrigens, das Museum vollkommen überlaufen. Ja, das war das Museum, das einzige, in das wir reingehen. Das Museum wurde im Lonely Planet auch als Highlight beschrieben. Und schon alleine da kann man den ganzen Tag verbringen. Jetzt laufen wir an der National Gallery of Art vorbei. Sieht geschlossen aus. Ja, hier zu meiner Linken noch mehr Kunstgebäude. Jetzt sind wir fast am Ende angekommen, am Kapitol. Wird auch gerade renoviert. So, jetzt sind wir da, das Kapitol. Gerade renoviert natürlich. So, wir lassen das Kapitol jetzt hinter uns und gehen wieder zurück Richtung Westen, Richtung Washington Monument. Am Kapitol spielt gleich eine kleine Kapelle, aber da haben wir jetzt keine Zeit für, dauert noch eine halbe Stunde, bis sie anfangen. Wir wollen den restlichen Tag noch nutzen, die Sonne geht gleich schon unter. So, wir laufen zurück. Hier ist wieder das Washington Monument und jetzt biegen wir links ab und jetzt gehen wir erstmal zum Jefferson Memorial im Süden. So, da drüben kommt schon das Jefferson Memorial hier hinterm Tidal Lake und uns fallen ehrlich gesagt schon die Füße ab. Aber wir wollen morgen nicht wiederkommen, deshalb gucken wir uns den ganzen Rest jetzt auch noch an. Ist eigentlich nur noch einmal um den Lake hier rum und dann können wir wieder zur Metro gehen. Da sind wir, Jefferson Memorial, wird zu meiner Überraschung gar nicht angeleuchtet. Ich glaube, dafür sind wir noch zu früh. Aber von hier hat man wieder einen super Blick auf das Washington Memorial auf der anderen Seite. Sieht man eh von überall. Mächtige Hallen und hier steht wieder eine mächtige Büste rum. Ja, man hat uns gesagt, der Computer läuft nicht, deshalb gibt es kein Licht. Fragt man sich natürlich, was ist denn aus dem guten alten Schalter geworden? So, jetzt ist hier duster und wir laufen noch zu den letzten beiden Memorials. Und dann reicht es uns auch, dann fahren wir wieder mit der Metro zurück. So, wir sind angekommen beim vorletzten Memorial, das wir uns noch angucken. Das ist das Roosevelt Memorial. Ja, hier ist noch die Büste von Roosevelt mit seinem Hund. Und das ist übrigens das einzige Memorial, wo man seinen Hund Gassi führen darf. So, das war nur das Roosevelt Memorial, ziemlich umfangreich. Und jetzt kommt das Jefferson Memorial als nächstes. Da haben wir es geschafft, Halleluja. So, dann schauen wir mal, was kommt. Hier ist übrigens echt noch viel los, auch noch zu dieser Tageszeit. Eigentlich genauso viel wie tagsüber. So, da sind wir am Martin Luther King Memorial. Wieder beeindruckende Büste hier. Und hier um die Statue herum ist alles voll mit Zitaten. Und zum Abschluss nochmal Martin Luther King Jr. Memorial. Da wird der GoPole zum Zeigestock. So, da sind wir wieder an der Metro Station. Gerade unterwegs zum Auto. Super müde, jetzt brauchen wir was zu essen. Ich hoffe, McDonald's hat noch offen. So, wir sind da. Mc's ist noch offen. Das ist gut, weil Junkfood ist es, was ich jetzt brauche. Nur zum Einstieg ein Vanilla Shake. Und es ist so fürchterlich kalt hier, ich glaube, ich gehe gleich im Auto noch meine Jacke holen. So, jetzt mit Winterjacke. Ist übrigens immer noch kalt.